how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Sie erinnern sich vielleicht. Ich sagte, dass es zwei Ebenen gibt, auf denen wir ein Buch der Bibel betrachten können. Einmal die menschliche Ebene, auf der wir den Autor betrachten und warum er es geschrieben hat, und die Ebene des göttlichen Herausgebers, der wollte, dass wir es in den Händen halten. Wir beginnen also mit der ursprünglichen Bedeutung, die ich die historische Bedeutung nenne, und gehen dann zu dem über, was ich als existenzielle Bedeutung eines Buches bezeichne. Was hat es uns zu sagen? Doch zu viele Menschen wollen zuerst die zweite Bedeutung herausfinden, und das ist ein Fehler. Wir müssen zuerst entdecken, was das Buch ursprünglich für die Menschen bedeutete, für die es bestimmt war. Und erst dann fragen wir, was es uns zu sagen hat. Denn sonst kann es zu allen möglichen seltsamen und wunderbaren Interpretationen kommen. Ich erinnere mich, dass mir jemand schrieb und mich fragte, ob er einen Supermarkt in Birmingham kaufen solle, um dort ein evangelistisches Café einzurichten. Er berichtete mir, ich habe den Herrn gebeten, mich zu leiten, und ich habe einen Vers in der Bibel gefunden, in dem es heißt, ich habe viel Segen für dich auf Lager. Und er sagte, der Herr habe wirklich durch diesen Vers zu ihm geredet. Ich muss offen zugeben, dass ich ihm folgende Antwort gab. Wenn das alles ist, was Sie haben, dann ist das völlig unzureichend. Er las eine Bedeutung in diesen Vers hinein, die ursprünglich gar nicht da war. Und ich fürchte, das passiert uns immer wieder, wenn wir nicht aufpassen. Der erste Schritt besteht darin, die ursprüngliche historische Bedeutung herauszufinden. Und dann können wir fragen, was uns das heute existenziell zu sagen hat. Wenn wir das also tun, tauchen Probleme mit der Apostelgeschichte auf. Und das Grundproblem ist, dass das Buch uns natürlich dazu einlädt, die Gemeinde heute mit der Gemeinde von damals zu vergleichen. Das ist die unmittelbare Reaktion, die man bei sich feststellt. Ich wünschte, unsere Kirche wäre so. Wohlgemerkt, wenn man genau hinsieht, war sie nicht perfekt. Es gab dort Streitigkeiten, Spaltungen und Fehler. Dennoch war es eine Kirche voller Leben und Kraft. Und der Heilige Geist schien sie zu leiten, statt menschliche Leiter. Doch wir müssen zuerst zwischen dem Schlechten und dem Guten unterscheiden. In der Urgemeinde gibt es sowohl schlechte als auch gute Dinge. Seien Sie nicht idealistisch. Es gibt eine romantische Sicht, die besagt, wenn wir doch heute nur so wären wie damals die Urgemeinde. Es gab da doch Schlechtes. Nehmen wir zum Beispiel Ananias und Sapphira. Ich wurde einmal in einem Pastorenseminar gefragt, glauben Sie an das Umfallen im Geist? Und ich sagte, natürlich, es ist biblisch. Ananias und Sapphira fielen tot um. Und ich sagte weiter, wenn Sie diese Erfahrung machen wollen, müssen Sie nur lügen, was die Höhe Ihrer Opfergaben angeht und sicherstellen, dass Simon Petrus Ihr Pastor ist. Dann können auch Sie im Geist tot umfallen. Danach zeigte mein Gesprächspartner kein Interesse mehr. Wie Sie sehen, ist es ein Beispiel für etwas Schlechtes. Und ich frage mich, was heute in der Kirche passieren würde, wenn Simon Petrus anfinge, darauf zu achten, was in die Kollekte eingelegt wird. Dann ist da noch Simon, der Zauberer, der versuchte, den Heiligen Geist mit Geld zu kaufen. Und Petrus sagte, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Das ist eine wörtliche Übersetzung von, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Er sagte, für dich gibt es Gottesgaben nicht, wenn du glaubst, dass man mit Geld etwas von Gott kaufen kann. Wir haben also sowohl schlechte als auch gute Beispiele, die wir nicht nachahmen sollen. Als Held der modernen Kirchendiplomatie tut sich ein Mann namens Gamaliel hervor, der sein Fähnchen eifrig in den Wind hängte, was einige andere auch tun. Gamaliel sagte, lasst uns mal abwarten. Wenn es von Gott ist, wird es Bestand haben. Wenn es nicht von Gott ist, wird es untergehen. Das klingt nach einer wirklich guten Lebensweisheit, nicht wahr? Man hörte nie wieder etwas von Gamaliel. Er spielte danach keine Rolle mehr in Gottes Plan. Wer auf dem Zaun sitzt und abwartet, für den hat Gott keine Verwendung. Paulus hingegen, Saulus von Tarsus, der Gamaliels Schüler war, Gamaliel war ein Professor und lehrte Saulus von Tarsus. Dieser Saulus sagte, ich werde nicht abwarten. Ich werde diese Sachen im Keim ersticken und diese Leute ins Gefängnis werfen. Und das Endergebnis war, Paulus, der größte Apostel und Missionar, den wir je hatten. Lassen Sie sich also von Feindseligkeit nicht entmutigen. Für jemanden, der gegen sie ist, gibt es immer mehr Hoffnung als für eine Person, der sie gleichgültig sind. Gamaliel war ein Abwartender. Kopieren Sie Gamaliel nicht. Sie hatten Rivalitäten, sie hatten Streit, es gab Heucheleien, Unmoral und Irrlehren. All das gab es. Also romantisieren Sie nicht. Die Urgemeinde war eine Mischung aus Gutem und Schlechtem, und wir sollten nicht das Schlechte kopieren, nachahmen oder ihm folgen. Wir sollten aus ihren Fehlern lernen und versuchen, sie zu vermeiden.
Das Problem mit der Geschichte ist, dass sie sich wiederholt. Sie muss es tun, weil niemand zuhört. Das ist ein kleines Gedicht von Geoffrey Stevenson. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen, aus der schlechten ebenso wie aus der guten. Der zweite Punkt ist, dass wir zwischen dem Außergewöhnlichen und dem Normalen unterscheiden müssen. Es gab bestimmte Dinge, die in der Apostelgeschichte geschahen, die nicht normal waren und von denen man nicht erwarten sollte, dass sie jedes Mal passieren. Die Bekehrung des Paulus war eine einmalige Sache. Wir sollten sie nicht als Paradigma oder Muster für moderne Bekehrungen verwenden. Sie war einzigartig. Und Paulus behauptete das selbst, denn er sagte, zuletzt ist mir der Herr erschienen. Er erwartete nie, dass jemand anderes dieselbe Erfahrung machen würde, die er auf der Straße von Damaskus hatte. Leider ist dies zu einer Art Muster für die Bekehrung von Christen geworden. Doch das ist falsch. Es ist ein einzigartiges Ereignis, das Paulus dazu qualifizierte, die Bibel zu schreiben, was seither keine andere Bekehrung mehr bewirkt hat. Es war die letzte dieser Art von apostolischer Bekehrung. Wir werden oft gefragt, warum wackeln die Gebäude bei unseren Gebetstreffen nicht? Nun, das mag geschehen oder auch nicht, doch es ist kein Beispiel, dem man nacheifern sollte. Ich war auf einer Veranstaltung, die etwa so groß war wie diese hier, nicht allzu weit entfernt, und ich machte den Fehler, während der Gebetszeit die Augen zu schließen, sodass andere es mir hinterher berichten mussten. Jemand schickte mir eine Anzeige aus einer Frauenzeitschrift, Werbung für Kochgas. Man sah einen Flammenring. Er sagte, das ist das, was dem Geschehen am nächsten kam, als wir gebetet haben. Da war eine Feuerzunge auf dem Kopf von jeder Person. Es war das einzige Mal in meinem Dienst, aber ich erwarte nicht, dass es wieder passiert. Es war etwas Ungewöhnliches. Doch wir sollten nicht sagen, dass die Leute nicht im Geist getauft werden, wenn es nicht geschieht. Oder wie Petrus vor Herodes gerettet wurde, Jakobus aber nicht. Was sollten wir nun heute erwarten? Verstehen Sie? Wir müssen uns davor hüten, ein Ereignis oder eine Erfahrung der Kirche als Ganzes oder der Urgemeinde herauszugreifen und sie zur Norm zu erheben. Ich habe das nur als Warnung eingefügt. Wie können wir unterscheiden zwischen dem, was früher außergewöhnlich war, und dem, was wir heute als ganz normal erwarten können? Ich gebe Ihnen drei Leitlinien an die Hand. Erstens, wenn eine Sache nur einmal erwähnt und nie wiederholt wird, ist sie wahrscheinlich zumindest außergewöhnlich, wenn nicht sogar unnormal. Wenn sie mehr als einmal wiederholt wird, dann beginnt sie normal zu werden. Zum Beispiel die Zungenrede. Nach dem Pfingsttag werden der Wind und die Flammen nie wiederholt, aber die Zungenrede schon, und zwar viele Male. Es sieht also so aus, als ob es da eine Normalität gibt. Doch der letzte entscheidende Faktor sollte sein, dass es eine externe Bestätigung an anderer Stelle in der Bibel gibt. Zum Beispiel eine Stelle im Evangelium oder in den Episteln, die bestätigt, dass dies ein normaler Teil des Christentums ist. Gibt Ihnen das ein paar Anhaltspunkte? Wenn Sie also die Apostelgeschichte lesen, sollten Sie nicht sagen, naja, alles, was wir hier lesen, müsste heute geschehen. Das wäre vielleicht eine falsche Schlussfolgerung. Aber dennoch gibt es dort ein Modell. Und es gibt Dinge, die nicht nur einmal, sondern immer wieder erwähnt werden, die Wassertaufe zum Beispiel. Und wir wissen aus anderen Bibelstellen, dass sie Teil des gewöhnlichen Christentums ist und Bestandteil der Erfahrung eines jeden sein sollte. Nachdem wir das festgestellt haben, sollten wir die Apostelgeschichte nun als ein Modell für uns betrachten. Doch zunächst wollen wir noch festhalten, dass sie in der Tat ein Bindeglied zwischen den Evangelien und den Briefen ist. Ohne die Apostelgeschichte würden wir vieles nicht verstehen. Denn in den Evangelien und den Briefen werden Dinge erwähnt, die nicht definiert oder beschrieben werden. Und wir wissen nur aufgrund der Berichte in der Apostelgeschichte, was sie bedeuten. Schauen wir uns einige dieser Dinge an. Zunächst einmal stammen die meisten Briefe des Neuen Testaments von Paulus. Aber wer ist Paulus? Ohne die Apostelgeschichte wüsste man nichts oder nur sehr wenig über ihn. Und doch ist es wichtig zu wissen, wer Paulus war, um seine Briefe zu verstehen. Die Apostelgeschichte gibt uns diese wichtigen Informationen über Paulus. Versuchen Sie einmal, sich Ihr Neues Testament ohne die Apostelgeschichte vorzustellen, wenn Sie können. Sie werden erstaunt sein, wie viel Sie jetzt nicht verstehen. Zweitens die Wassertaufe. Sie wird nirgendwo beschrieben oder definiert, außer in der Apostelgeschichte. Sehen Sie?
Paulus schreibt in seinen Briefen häufig: Wisst ihr nicht, dass ihr, als ihr getauft wurdet, auf seinen Tod getauft wurdet? Doch Paulus verbindet das Wort getauft nie mit dem Wort Wasser. Niemals. Und einige Gelehrte haben deshalb versucht zu argumentieren, dass Paulus die Wassertaufe nicht lehrte. Dass er, wenn er sagte, getauft auf Christus, über etwas rein Geistliches sprach. Doch in der Apostelgeschichte sehen wir, dass Paulus selbst im Wasser getauft wurde und andere im Wasser taufte. Wir wissen also, dass er, wenn er in seinen Briefen von der Taufe spricht, die Wassertaufe meint. Oder nehmen wir die Formulierung getauft im Geist. Dieser Ausdruck kommt in allen vier Evangelien vor, aber keines der Evangelien sagt Ihnen, was er eigentlich bedeutet oder was passiert, wenn jemand getauft wird. Man kann also aus den Evangelien nicht entnehmen, was im Geist getauft bedeutet. Auch in den Episteln findet sich derselbe Ausdruck. Paulus verwendet ihn in 1. Korinther 12. Wisst ihr nicht, dass ihr alle in einem Geist, in einen Leib getauft worden seid? Aber er sagt uns nicht, was das bedeutet. Nur aus der Apostelgeschichte wissen wir, was es bedeutet, im Heiligen Geist getauft zu sein. Und deshalb legen die Pfingstler so viel Wert auf die Apostelgeschichte. Weil man sonst keine Ahnung hat, was damit gemeint ist. Sie ist also ein wichtiges Bindeglied für uns. Oder nehmen wir dieses ganze Thema des mosaischen Gesetzes. Woher wissen wir, dass wir Christen nicht unter dem Gesetz des Mose stehen? Ich habe schon früher darüber gesprochen, als wir uns mit Matthäus beschäftigten. Ich breche das Gesetz des Mose mit diesem Anzug, den ich trage. Doch es beunruhigt mich nicht. Ich bekenne es nicht als Sünde und bitte nicht um Vergebung dafür. Das Gesetz des Mose hat 613 verschiedene Vorschriften und ich fühle mich nicht an sie gebunden. Woher weiß ich nun, dass ich frei von diesen Gesetzen bin, dass ich nicht unter ihnen stehe? Ich wüsste es nicht, wenn es nicht die Apostelgeschichte gäbe und den großen Streit um die Beschneidung, der in Apostelgeschichte 15 seinen Höhepunkt erreichte, als ein für allemal festgelegt wurde, dass Christen vom Gesetz des Mose frei sind. Auch das Wort Gemeinde. Woher wissen wir nun, worauf sich das Wort Gemeinde überhaupt bezieht? Nur in der Apostelgeschichte können wir uns ein Bild davon machen, wie überall auf der Welt Gemeinden gegründet wurden, was eine Gemeinde ist und wie sie in jeder Stadt Älteste einsetzten. Eine Gemeinde braucht also Älteste und ohne die Apostelgeschichte wüssten wir sehr wenig über die Kirche oder die Ortsgemeinden. Sie ist so wichtig. Ich denke, ich habe das hinreichend deutlich gemacht. Ohne die Apostelgeschichte würden wir wirklich im Dunkeln tappen. Sie ist das Bindeglied zwischen den Evangelien und den Episteln. Sie ist auch das Bindeglied zwischen Christus und seiner Kirche. Wie jemand einmal gesagt hat, ist sie an Ort und Stelle geschrieben worden, was ich für eine schöne Formulierung halte. Sie wurde von jemandem geschrieben, der sagte, ich war dabei, als die Gemeinden rund um das Mittelmeer gegründet wurden. Ich habe gesehen, wie sie es gemacht haben, was notwendig war und so weiter. Wenn ich das so sagen darf, meine Grundthese in meinem Buch Wiedergeburt, Start in ein gesundes Leben als Christ, ich habe mein Verständnis der Wiedergeburt aus der Apostelgeschichte gewonnen. Und ohne die Apostelgeschichte hätte dieses Buch nicht geschrieben werden können. Doch leider kritisieren einige der Rezensenten es genau aus diesem Grund. Sie sagen mir, ich sollte meine Lehre nicht auf der Apostelgeschichte aufbauen. Ich antworte ihnen, warum nicht? Sie ist Teil des Wortes Gottes. Nur in der Apostelgeschichte erfährt man, wie Paulus Suchende beraten hat. Die Briefe und die Offenbarung sind zu spät geschrieben, um zu sagen, wie man Christ wird, weil sie alle an Menschen geschrieben wurden, die bereits Christen waren. Doch in der Apostelgeschichte erfährt man, wie Menschen nach Pfingsten Christen wurden. So wurde beispielsweise niemand nach Pfingsten Christ, ohne im Wasser getauft zu werden. Vor dem Tod und der Auferstehung Jesu gab es Sonderfälle ohne Wassertaufe, wie beim sterbenden Schächer oder bei Zachäus. Aber nach Pfingsten, nach dem ersten Ostern und Pfingsten, wurde niemand, aber auch wirklich niemand, wiedergeboren, ohne seine Sünden zu bereuen, an den Herrn Jesus zu glauben, mit Wasser getauft zu werden und den Heiligen Geist zu empfangen. Und das ist die grundlegende Lehre dieses Buches. Diese vier geistlichen Türen, wie ich sie nenne, in das Reich Gottes, werden in der Apostelgeschichte deutlich. Wenn Sie das erkannt haben, blättern Sie zurück zu den Evangelien und Sie werden feststellen, dass Johannes der Täufer und Jesus alle vier erwähnt haben, allerdings getrennt voneinander. Und Sie werden feststellen, dass die Briefe alle vier erwähnen, aber nicht gemeinsam. Die einzige Stelle in den Briefen, an der sie zusammen erwähnt werden, ist Hebräer 6, wo der Autor über die Grundlagen des Christentums, das Fundament, spricht.
Er redet von der Umkehr von toten Werken und vom Glauben, von Taufen und Handauflegung, um den Geist zu empfangen. Sie sehen also, dass ich das alles aus der Apostelgeschichte gelernt habe. Ohne die Apostelgeschichte hätte ich nicht verstanden, dass diese vier Dinge ausnahmslos wesentliche Elemente der Wiedergeburt heute sind. Und leider gibt es zu viele Christen, die schlecht entbunden wurden, die diese vier Dinge nicht erlebt haben. Und daher ist es kein Wunder, dass sie später Probleme bekommen. So viele unserer späteren Probleme gehen auf eine schlechte Geburt zurück. Nun gut, das ist ein bisschen Werbung für dieses Buch, aber was ich wirklich sagen will, ist, ohne die Apostelgeschichte hätte ich das nicht verstanden. Und ohne die Apostelgeschichte wäre ich auf drei oder sogar zwei oder sogar nur auf eines dieser Dinge gestoßen. Doch in der Apostelgeschichte geht Paulus sie alle durch. Er kommt nach Ephesus und findet die Jünger des Johannes. Er fragt: Habt ihr den Geist empfangen, als ihr geglaubt habt? Nein, wir haben noch nichts von ihm gehört. Oh, welche Art von Taufe habt ihr denn empfangen? Die Taufe des Johannes. Oh, ihr habt also noch nicht an Jesus geglaubt. Ihr habt nur Buße getan. Dann hat er ihnen von Jesus erzählt, bis sie an ihn glaubten. Dann hat er sie im Wasser getauft und dann hat er ihnen die Hände aufgelegt, damit sie den Geist empfingen. Sehen Sie, seine Methode, mit suchenden Menschen umzugehen, bestand darin, herauszufinden, wie viele der vier Elemente sie hatten und das Fehlende so schnell wie möglich nachzuholen. Das habe ich alles aus der Apostelgeschichte gelernt. Ohne die Apostelgeschichte hätte ich das einfach nicht lernen können. Nachdem ich es gelernt hatte, fand ich alle vier Elemente in den Evangelien, ebenso wie in den Episteln. Die Apostelgeschichte war also mein Zugang zum Neuen Testament, weil sie das einzige Buch ist, in dem es wirklich um Evangelisation geht. Und deshalb ist sie ein Vorbild für uns heute. Es ist ein Handbuch für Missionare. Es tut mir leid, dass ich das alles durcheinander gebracht habe. Das zeigt Ihnen, wie ungeordnet ich bin. Aber wir kommen noch ans Ziel. Sie ist ein Bindeglied zwischen den Evangelien und den Briefen und sie ist ein Modell für unsere heutige Arbeit. Doch orientieren Sie sich nicht an dem Schlechten, sondern nur am Guten. Lernen Sie aus den Fehlern der anderen. Nehmen Sie sich nicht das Unnormale zum Vorbild, sondern lernen Sie, was normal ist und was zur Erfahrung eines jeden Menschen gehören sollte. Dabei können wir noch so viel lernen. 1961 ging ich als Pastor in eine Baptistengemeinde in einem kleinen Ort namens Chalfont St. Peter in Buckinghamshire. Und als ich dort ankam, hörte ich fasziniert von einem Pfarrer, der keine Babys taufen wollte. Es war so interessant zu hören, dass ein Pfarrer das nicht tun wollte, dass ich fragte, ob er noch lebte. Nein, er war vor etwa 50 Jahren von dort weggegangen, und zwar im Jahr 1910. Und sein Name war Roland Allen. Dieser liebenswürdige Mann war damals Pfarrer in Chalfont St. Peter. Er war tatsächlich ein Prophet. Es gibt ein Bild von ihm. Was mein theologisches Verständnis betrifft, verdanke ich diesem Mann mehr als jedem anderen. Es gibt Männer, die einem die Wahrheit aufschließen. Folgen Sie ihnen nicht blind, denn sie sind kein unfehlbarer Papst. Doch sie haben ihnen gerade einen wichtigen Teil von Gottes Wort erschlossen, eine ganz neue Sichtweise. Roland Allen erkannte 1910, dass er in seiner Gemeinde keine Babys taufen sollte. Und fortan weigerte er sich. Er verlor dadurch seinen Lebensunterhalt, und zwar dauerhaft, zog sich nach Kenia zurück und verbrachte seine Tage mit dem Schreiben von Büchern, die heute zur Pflichtlektüre eines jeden Missionars gehören. Ich habe noch nie einen Missionar getroffen, der nicht von Roland Allen gehört hätte. Er starb im Verborgenen, aber er sagte, meine Bücher werden erst in einem halben Jahrhundert gewürdigt werden. Und er schrieb seine Bücher im Jahr 1910. Sie wurden alle veröffentlicht. Ich habe hier alle seine drei Hauptbände, die 1960 herausgegeben wurden. Er war ein Prophet. Das erste Buch, das er schrieb, war Missionarische Methoden, die des Paulus oder unsere. Kennt jemand von Ihnen dieses Buch? Niemand? Oh je. Kim, du hast davon gehört. Er war jahrelang Missionar in China, kehrte dann nach Hause zurück und schrieb diese Zeilen und fragte, warum nutzen wir nicht die Methoden des Paulus, die viel billiger sind, wenn es ums Geld geht, und gründen selbstverwaltete, sich selbst ausbreitende und selbsttragende Gemeinden? Er fragte, wie konnte Paulus das tun ohne eine Missionsgesellschaft, ohne eine Spendenaktion? Wie konnte er einfach losgehen und dies tun? Und warum nutzen wir nicht einfach seine Methoden? Er fing an, darüber nachzudenken und schrieb ein zweites Buch, in dem er feststellte, dass Paulus eine Gemeinde gründete und diese Gemeinde dann die Gegend evangelisieren ließ. Und so schrieb er ein zweites Buch, die spontane Ausbreitung der Gemeinde. Er war immer noch der Meinung, dass er das Geheimnis noch nicht verstanden hatte, und schließlich schrieb er ein drittes Buch, Der Dienst des Heiligen Geistes, und prophezeite die charismatische Erneuerung der Kirchen.
Ist es nicht interessant? 1910. Dieser Mann war seiner Zeit weit voraus, ein echter Prophet, und wie die meisten Propheten starb er im Verborgenen, unverstanden und zu Lebzeiten kaum bekannt. Doch wenn Sie jetzt eine Zusammenfassung seiner Schriften in einem einzigen Buch haben wollen, dann ist es hier von Paternoster in kompakter Form herausgegeben worden. Das Drängen des Geistes, ein Lesebuch von Roland Allen, das eine Auswahl seiner Schriften enthält, einschließlich des erstaunlichen Briefes, den er an die Gemeinde von Shelford St. Peter schrieb, als er wegen der Tauffrage zurücktrat. Dieser Mann hat mich zutiefst beeinflusst, und fast alle dieser Bücher beruhen auf der Apostelgeschichte. Das war das Buch, das er wiederentdeckte, und es waren die Erkenntnisse aus der Apostelgeschichte. Er war ein traditioneller Anglikaner und schrieb in einer altmodischen viktorianischen Sprache. Aber wenn man damit zurechtkommt, hat er in der Apostelgeschichte wirklich ein Modell für die Kirche von heute gesehen, dem sie folgen kann. Und er hat das Denken der meisten Missionare revolutioniert. Sie sollten eigentlich von ihm gehört haben, aber egal. Was ich sagen will, ist, dass er es aus der Apostelgeschichte hat. Schauen wir also in die Apostelgeschichte und sehen wir uns an, wie sie das Evangelium verbreiteten, wie sie die damals bekannte Welt so schnell und so effizient evangelisierten. Das Wachstum der Urgemeinde ist ein höchst erstaunliches Phänomen. Sie besaßen nichts von dem, was wir haben. Sie hatten kein Radio, sie hatten kein Fernsehen, sie sammelten nicht viele Missionsspenden, sie hatten keine Missionszentralen oder Gesellschaften. Sie taten es einfach. Wie haben sie es also gemacht? Ich habe 7 Dinge aufgelistet, die sie getan haben. Erstens, sie haben Apostel ausgesandt. Ich glaube, wir brauchen auch heute noch Apostel. Das Wort bedeutet Gesandter. Die Gemeinde fragte immer wieder, wen können wir senden? Wen können wir loswerden? Wir neigen eher zu der Frage, wen können wir bekommen? Doch sie sandten ihre besten Leute aus. Sie versuchten nicht, ihre besten Mitglieder zu behalten, sondern sie sagten, sie würden anderswo gebraucht, und sie sandten Apostel aus. Im Neuen Testament gibt es 5 Arten von Aposteln. Jesus, der Stammapostel, es gibt heute niemanden wie ihn. Dann die 12 Apostel, die Zeugen der Auferstehung, auch sie sind heute mit niemandem vergleichbar. Dann ist da Paulus, die Nummer 13, der letzte von allen, der sich selbst als Fehlgeburt bezeichnete. Niemand schreibt heute noch die Bibel, so wie er es tat. Und doch trug er noch einen anderen Hut. Er war ein Apostel der 4. Art, ein Pionier der Gemeindegründung, der nicht auf den Fundamenten anderer aufbaute, der nicht eine neue Gemeinde gründete, indem er Christen aus anderen Gemeinschaften stahl, sondern neue Gemeinden mit Neubekehrten ins Leben rief. Die 5. Art von Apostel war Epaphras, der ausgesandt wurde, um Paulus Haushälter in Rom zu sein. Jeder Christ, der von A nach B gesandt wird, um irgendetwas zu tun, ist ein Apostel. Also ist ein Apostel nichts Besonderes. Lasst uns diese Aura loswerden. Diese 4. und 5. Art wird heute gebraucht. Wir müssen Christen aussenden. Leider ergreifen heute meistens die Leute selbst die Initiative und sagen, ich glaube, Gott hat mich berufen, rauszugehen, und hoffen dann, dass eine Gemeinde zustimmt und sie unterstützt. Doch im Neuen Testament fragten sie, wen sollen wir senden? Sie dachten ständig darüber nach, ob sie jemanden irgendwo hinschicken könnten, um etwas zu tun. Sie waren im Exportgeschäft tätig, um es einfach auszudrücken. Sie waren nicht die ganze Zeit auf der Importlinie. Großbritannien war früher das wichtigste Missionsland der Welt. Heute hat Amerika diese Rolle übernommen. Wir senden nicht annähernd so viele Menschen aus. Früher haben wir Menschen in die ganze Welt geschickt und gesagt, geht. Jetzt schickt die dritte Welt Gott sei Dank Missionare zu uns. Gott sei Dank, denn wir brauchen sie, um uns im Glauben zu unterrichten. Sie haben vielleicht nicht das Geld, das wir haben, aber sie haben den Glauben, den wir nicht haben. Und wir brauchen Gesandte aus der dritten Welt, die kommen und uns dorthin zurückbringen, wo wir sein müssten. Also schickten sie zuerst Apostel. Zweitens, sie erreichten Städte. Sie haben sich nicht für Dörfer entschieden. Sie schauten sich an, wo das Ballungszentrum war. Und wissen Sie, vor etwa 12 Jahren, nein, etwas mehr, fuhr ich an Milton Keynes vorbei und der Herr offenbarte mir gerade, dass dies ein wichtiges Zentrum sein würde. Wem auch immer Milton Keynes gehört, dem wird England gehören. Das habe ich wirklich gespürt. Und das erste religiöse Gebäude, das in Milton Keynes errichtet wurde, war eine buddhistische Pagode am dortigen See. Ich habe diese Vision und diese Bürde bei einer Konferenz weitergegeben. Das Ergebnis dieser Vision war, dass Menschen nach Milton Keynes gezogen sind, um Gemeinden zu gründen. Wir müssen das die ganze Zeit tun. Wir müssen sehen, wo das entscheidende Zentrum liegt, das Zentrum Englands, eine brandneue Stadt direkt an der Autobahn.
Man spürt, dass sie im Neuen Testament sagten, wir müssen dorthin gehen und eine zentrale Gemeinde gründen. Sie erreichten also Städte und sorgten dafür, dass das Evangelium von dieser Stadt aus verbreitet wurde. Paulus ging nur in die wichtigste Stadt in jeder Provinz. Sobald er dort eine gute Gemeinde hatte, überließ er es ihr, sich spontan auszubreiten. Er zog weiter. Drittens, sie predigten das Evangelium. Wenn ich das sage, fällt mir auf, dass sie, wenn sie den Juden predigten, die Bibel zitierten. Aber wenn sie den Heiden predigten, taten sie das nicht. Wann werden wir das lernen? Es reicht nicht aus, den Menschen die Bibel vorzuhalten, ihnen das Buch um die Ohren zu schlagen. Wenn ein Mensch die Bibel nicht als das Wort Gottes anerkennt, hilft es ihm nicht, sie zu zitieren. Als Paulus den Heiden predigte, zitierte er ihre Dichter, ihre Schriftsteller und verwies auf ihre Gebäude. Als er nach Athen ging, er machte immer einen Spaziergang durch die Stadt, bevor er predigte. Er ging an all den Altären vorbei und dann kam er zu einem Altar für den unbekannten Gott und fragte die Menschen nach dessen Geschichte. Der Gott, den wir nicht kennen. Und die Geschichte war faszinierend. Jahre bevor er dorthin kam, gab es einmal ein schreckliches Erdbeben, das Athen verwüstete und die Gebäude zerstörte. Und sie dachten, wir haben einen der Götter verärgert. Aber welchen? Das Problem bei der Verehrung vieler Götter ist, dass man nicht weiß, welchen man verärgert hat. Ein sehr kompliziertes Leben, weil man Polytheist ist. So sagten sie, wir wissen nicht, welcher es ist. Welchen Gott haben wir beleidigt? Also beschlossen sie, wir besorgen uns ein paar Schafe und lassen sie auf der Hauptstraße frei herumlaufen. Der Altar, vor dem sie sich niederlassen, verweist auf den Gott, den wir verärgert haben. Und wir werden die Schafe opfern, um ihn zu besänftigen. Die Schafe wanderten also die Hauptstraße entlang, kamen an allen Altären vorbei und liefen auf ein Feld hinaus. Schafe sind nicht dumm, wissen Sie? Und sie legten sich in der Mitte dieses Feldes nieder. Der Rat traf sich und sagte, wir wissen nicht, welchen Gott wir verärgert haben. Ein Ratsmitglied bemerkte aber, doch, wir wissen es. Es gibt einen anderen Gott, den wir vergessen haben, und wir haben keinen Altar für ihn. Deshalb ist er verärgert und deshalb ist das Erdbeben passiert. Was können wir also tun? Wir sollten lieber schnell einen Altar bauen. Aber was sollten wir draufschreiben? Wir kennen seinen Namen doch nicht, das ist das Problem. Also errichteten sie den Altar für den Gott, den sie nicht kannten. Und Paulus sagte, das ist der Punkt, an dem ich hier anfange zu predigen. Er sagte, ich bin gekommen, um euch den Namen des Gottes zu sagen, den ihr nicht kennt. Sehen Sie? Wenn wir uns nur die Zeit nehmen würden, dort anzusetzen, wo die Menschen sind. Als sie zu den Juden sprachen, legten sie ihnen einfach einen Text nach dem anderen vor und bewiesen anhand der Schriften, dass Jesus der Messias war. Aber als sie zu den Heiden sprachen, begannen sie dort, wo sie waren. Paulus sagte, wie einer eurer eigenen Dichter sagte, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Wir sind seines Geschlechts. Er sagte, ich bin gekommen, um euch mitzuteilen, dass Gott euer Schöpfer ist. Verstehen Sie, er holte die Menschen dort ab, wo sie standen. Sie predigten damals das Evangelium, indem sie es an die Menschen anpassten, denen sie predigten. Das ist sehr wichtig. Sie haben ihnen nicht einfach das Buch vor die Füße geworfen. Sie haben Jünger gemacht. Sie haben keine Beschlüsse gefasst. Sie haben den Leuten nicht gesagt, sie sollten die Hände heben oder nach vorne kommen oder eine Karte unterschreiben. Sie machten Jünger. Und das brauchte Zeit. Und normalerweise blieben sie so lange, wie sie konnten, bevor sie rausgeworfen wurden. Manchmal blieb Paulus 3 Wochen, manchmal 2 Jahre. In Ephesus lehrte er seine Jünger 2 Jahre lang jeden Nachmittag von 12 bis 16 Uhr. Jeden Tag, 2 Jahre lang. Das war seine Art der Jüngerschaft. Und das Thema seines gesamten Unterrichts war das Reich Gottes. Erinnern Sie sich, was ich Ihnen über Matthäus erzählt habe? Paulus tat das und er lehrte die Jünger, während alle anderen Siesta machten. Paulus arbeitete den ganzen Vormittag als Zeltmacher. Und wenn alle anderen Siesta hielten, von 12 bis 16 Uhr, unterrichtete Paulus die Neubekehrten über das Reich Gottes. Das war sein Hauptthema. Wir müssen Jünger machen. Als nächstes gründeten sie Gemeinden. Ich glaube, der wichtige Schritt in Großbritannien wird es sein, neue Gemeinden zu gründen. Wir brauchen Hunderte von neuen Gemeinden, aber nicht aus Christen, die aus anderen Kirchen gestohlen wurden. Wir müssen hinausgehen und unsere eigenen neuen Gemeinden mit unseren eigenen Neubekehrten gründen. Wir brauchen Hunderte von neuen Gemeinden in Großbritannien. Ich glaube, der große Durchbruch, der jetzt gekommen ist, ich fürchte, als ich das vor etwa 10 Jahren zum ersten Mal sagte, wurde ich niedergebrüllt. Wir haben genug Kirchen, wir wollen keine weiteren Gemeinden, wir bekommen nicht einmal die Gemeinden, die wir haben, voll. Ich sagte, der wirkliche Durchbruch wird kommen, wenn wir neue Kirchen mit neuen Bekehrten bauen. Man sollte sich nicht nur eine flache Karte einer Stadt anschauen und alle Kirchen mit Stecknadeln versehen und sagen,
sagen, wir haben genug, sondern man muss erkennen, dass man nur eine zweidimensionale Karte betrachtet, während die Gesellschaft aus mehreren Schichten besteht und all diese Stecknadeln in einer Schicht liegen könnten. Es gibt ganze Schichten der Gesellschaft, in denen es keine Gemeinden gibt. Verstehen Sie? Zwei Freunde von mir haben angefangen, unter den Straßenkindern in Auckland, Neuseeland, Gemeinden zu gründen. Sie haben jetzt zwei Gemeinden mit 75 Mitgliedern unter den Straßenkindern. Keine Gemeinde hat etwas gegen diese neuen Gemeinden einzuwenden, weil sie Neubekehrte in einer neuen Gesellschaftsschicht finden, die bisher nicht berührt wurde. Das ist die Art von Gemeindegründungen, die wir in diesem Land brauchen. Neue Gemeinden mit Neubekehrten. Und genau das haben sie getan. Sie bildeten Gemeinden. Als nächstes setzten sie Älteste ein. Diese Ältesten waren mitunter erst 12 Monate alt im Glauben. Und doch setzten sie 12 Monate alte Christen als Älteste ein. Denn ein Ältester ist einfach jemand, der den anderen voraus ist. Und wenn sie nach 12 Monaten zurückkamen, sahen sie, wer den anderen voraus war, wer sich wirklich angestrengt hatte, wer gereift war. Und denen sagten sie, jetzt kümmerst du dich um die anderen. Wir sind heute so langsam bei der Ausbildung von Ältesten, dass wir niemals mit einer großen Anzahl neuer Gemeinden fertig werden könnten. Verstehen Sie, was ich meine? Wir warten, bis jemand grauhaarig ist und hoffen, dass Gott uns ein paar reife Älteste schickt. Aber wir müssen lernen, wie wir sie hervorbringen können. Einer der Wege ist übrigens, einzelne Männer zu Jüngern zu machen, wie Jesus es tat. Aber das ist eine andere Geschichte. Also Apostel aussenden, wichtige Städte erreichen, das Evangelium predigen, es aber den Zuhörern anpassen, Jünger machen, nicht Entscheidungen treffen, bei ihnen bleiben und sie ausbilden. Gemeinden gründen, damit sie eine Gemeinschaft hinterlassen, nicht Einzelne. Älteste ernennen, die diese Gemeinschaft leiten. Sobald sie das getan hatten, war die Arbeit eines Apostels beendet. Er konnte Briefe schreiben, er konnte Besuche machen. Aber Paulus sagte zu Titus, ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du die Arbeit zu Ende bringst, indem du in jeder Stadt Älteste einsetzt. Sobald eine Gemeinde lokale Leiter hatte, sollte der Apostel sie verlassen und weiterziehen und sich nicht als Bischof niederlassen, wie es zu viele tun. Ein wahrer Apostel wird, sobald die Gemeinschaft etabliert ist und ihre eigene Leitung hat, sagen, ich will hingehen und neue Dienste gründen, wo noch nie jemand gepflanzt hat. Und das war Paulus Ehrgeiz. Sobald er eine Gemeinde in Gang gebracht hatte, ging er los, um noch mehr zu tun. Es gab keine statische Qualität, es war dynamisch, es war mobil. Die Kirche war in jenen Tagen sehr mobil. Und einer der Gründe, warum sie ohne Missionsgesellschaften oder Ähnliches auskamen, war, dass die Apostel sich selbst unterstützten oder, sobald sie Bekehrte hatten, unterstützten die Bekehrten sie. Sie hatten keinen Heimatstandort, der sie bezahlte. Sie wurden entweder durch ihre eigene Arbeit oder von ihren Bekehrten versorgt. Das ist eine ziemlich tiefgreifende Einsicht, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Zum einen sollten Missionare ihren Neubekehrten beibringen, zu spenden und den Dienst zu unterstützen. Aber so oft, wenn sie von woanders unterstützt werden, tun sie das nicht. Wie Roland Allen sagen würde, bedeutet das, dass sie weiterhin von anderer Seite subventioniert werden müssen, was ein Teufelskreis ist. Also, der letzte 7. Punkt ist, zieht weiter. Das Problem dabei ist, dass wir uns alle gern niederlassen. Erinnern Sie sich noch daran, wie David Gott einen steinernen Tempel bauen wollte? Das lag zum Teil daran, dass er sich gerade einen steinernen Palast gebaut hatte und sich ein wenig schuldig fühlte, dass Gott immer noch in einem Zelt neben seinem Palast lebte. Er sagte, Gott, ich möchte dir einen steinernen Palast bauen, so wie ich einen habe. Und Gott sagte durch den Propheten Nathan, seit wann ist ein Zelt nicht mehr gut genug für mich? Wissen Sie, in der Bibel ist Gott ein Gott, der geht. Von Anfang an hört man, dass Gott, der Herr, geht. Und ein Mann Gottes ist ein Mann, der mit Gott geht. Wir glauben an einen beweglichen Gott. Und als ich in den Tempel der 1000 Buddhas in Bangkok ging, dankte ich Gott, dass ich einen Gott habe, der unterwegs ist. Jetzt sieht er gerade so aus, als könnte er einen Spaziergang gebrauchen. Wir haben einen Gott, der geht. Und wenn Sie bei Gott bleiben wollen, müssen Sie gehen. Und selbst wenn Sie in den Himmel kommen, denken Sie nicht daran, dass Sie in einem Sessel sitzen werden. Sie werden mit ihm weiß gekleidet unterwegs sein. Gut, lassen Sie uns schnell weitermachen, die Zeit drängt. Ich glaube, was mir beim Lesen der Apostelgeschichte am meisten auffällt, ist, wie trinitarisch sie ist. Wie sollten wir die Apostelgeschichte nennen? Apostelgeschichte, Praxeis, von dem wir unser Wort Praxis ableiten. Dies ist die Praxis des Christentums, die Apostelgeschichte. Die Praxis des Christentums. Aber wessen Praxis ist sie? Wessen Taten sind es?
Nun, es gibt vier mögliche Antworten auf diese Frage. Gewöhnlich nennt man sie die Taten der Apostel. Ich halte das aber für ziemlich irreführend, denn die meisten Apostel kommen daran nicht vor. Wo sind die anderen 10? Sie verschwinden einfach. Es geht eigentlich nur um Petrus und Paulus und ein bisschen um Jakobus, den Bruder von Jesus. Aber er war nicht einer der 12. Es sind also nicht wirklich die Taten der Apostel. Es beginnt mit den Worten: Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Was eindeutig bedeutet, dass dieser Band von all dem handelt, was Jesus weiterhin tat und lehrte. Daher könnten wir es Taten Jesu, die Fortsetzung, nennen. Aber wenn man sie studiert, stellt man fest, dass die prominenteste Person, zumindest in den ersten 13 Kapiteln, der Heilige Geist ist, der 40 Mal erwähnt wird. Es sind die Taten des Heiligen Geistes. Ist das der beste Titel? Nein. Es gibt jemanden, der noch wichtiger ist. Der Heilige Geist wird 40 Mal in den ersten 13 Kapiteln erwähnt, aber jemand anderes wird 100 Mal in den ersten 13 Kapiteln erwähnt. Und leider übersehen wir ihn. Ist es nicht seltsam? Aber man kann zu nah an etwas dran sein, um es zu erkennen. Oder etwas kann zu groß sein, um es zu bemerken. Und es ist Gott, der in der Apostelgeschichte mehr erwähnt wird als jeder andere. Ich nenne sie deshalb die Taten Gottes. 40 Mal der Heilige Geist, aber 100 Mal Gott. Gott, Gott. Und der Fokus der Urgemeinde war Gott selbst. Wir dürfen nicht einmal Jesus oder den Heiligen Geist in den Mittelpunkt stellen. Man kann auf verschiedene Weise Unitarier werden. Wir verwenden gewöhnlich diesen Begriff für diejenigen, die nur an Gott glauben. Aber man kann auch Jesus-Unitarier sein. Man kann ausschließlich Jesus-Anhänger sein. Die Jesus-Bewegung in den USA tendierte dazu, nur Jesus zu sehen. Und man kann auch nur Geist sein, wenn man nicht aufpasst und nur über den Heiligen Geist reden. Aber letztendlich richtet der Heilige Geist uns auf Jesus aus und Jesus bringt uns zurück zu Gott. Mein Titel für das Buch ist also Die Taten Gottes durch Jesus Christus, gewirkt durch den Heiligen Geist in den Aposteln. Und ich glaube, das ist der beste Titel, den ich diesem Buch geben kann. Doch wenn Sie so wollen, gibt es in der Apostelgeschichte 3 Schwerpunkte, auch wenn das Wort Dreieinigkeit im Neuen Testament nicht vorkommt. Es sind wie folgt: Das Reich Gottes, der Name Jesus und die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn Sie das Geheimnis der frühen Kirche erfahren wollen, dann ist dies das Geheimnis und diese Begriffe sind sehr wichtig. Was hat Philippus in Samaria gepredigt, das dazu führte, dass sich die ganze Stadt zu Christus bekehrte? Es heißt, er predigte das Reich Gottes und den Namen Jesu, aber er tat auch Wunder und die Kranken wurden geheilt. Das sind die 3 Dimensionen seines Dienstes. Und ich glaube, dass wir dieselben 3 Dimensionen nutzen müssen, Wort, Tat und Zeichen, wenn Sie so wollen, die Sie damals nutzten, um Ihre Gesellschaft zu beeinflussen. Es ist eine Dreifaltigkeit. Aber das Reich Gottes, der Name Jesu, ich bin die Apostelgeschichte durchgegangen und habe das Wort Name unterstrichen. Und wissen Sie, dass in diesen ersten 13 Kapiteln der Heilige Geist 40 Mal erwähnt wird und der Name Jesus 40 Mal, der Name. Nicht nur Jesus, der Name. In welcher Autorität tut ihr diese Dinge? Wir tun sie im Namen Jesu. Im Namen Jesu, steh auf und geh. Da ging es um den Bettler vor dem Tempel, der um Almosen bettelte. Doch er bekam Beine. Sie sind nicht wach. Na gut, ich werde es nicht wiederholen. Aber das, was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu. Die Urgemeinde hatte, Gott sei Dank, kein Geld für Bettler. Aber sie besaß etwas Besseres. Sie konnte den Bettler wieder aufstehen und gehen lassen. Sehen Sie? Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesu steh auf und geh. Es gibt ein überliefertes Gespräch zwischen einem Kardinal und einem Papst im Mittelalter. Sie sahen sich die Schätze im Vatikan an, all das Gold und das Silber, und der Kardinal sagte zum Papst: Die Kirche kann nicht mehr behaupten, Silber und Gold habe ich nicht. Und der Papst sagte: Die Kirche kann nicht mehr sagen, im Namen Jesu steh auf und geh. Was für ein Gespräch. Wie haben Sie es also gemacht? Sie konnten dies alles tun, weil Sie ein klares Verständnis vom Reich Gottes hatten. Sie benutzten diesen Namen Jesus, nicht Christus oder Herr, Jesus. Und Sie hatten die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist eine ziemlich feurige Kombination. Sie ist unwiderstehlich.
Das ist die Apostelgeschichte für uns heute. Eine ständige Herausforderung, zu diesen drei Dingen zurückzukehren, die absolut wesentlich sind, wenn wir das tun wollen, was die Urgemeinde getan hat. Amen.